Morgen, grüß euch, wie geht's euch? Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Hallo, hallo. So, ich möchte heute mal wieder was zeigen, eh so wie ganz oft. Ihr seht vielleicht schon die Hälfte, mit der bin ich eigentlich schon fertig heute. Und die jetzt noch nicht zu. Seht ihr das? Frischer natürlicher Look, gut abgedeckt. Hier, naja, noch nicht abgedeckt. Guten Morgen, Gabi. So, also wie gesagt, die Seite habe ich heute schon fertig. Diese Seite hier habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, man erkennt gut den Unterschied. Ich habe heute die Stick Foundation verwendet und die möchte ich euch mal zeigen, was die so kann und wofür die so ist. Zuerst trage ich mir aber ganz wichtig einen Primer aufs Gesicht auf, weil ihr wisst, der ist so quasi der Kleister für euer Make-up. Ja? Die Poren werden verkleinert und das Make-up hält nachher natürlich einfach besser. Und deswegen trage ich mir den auf, weil wer möchte schon stark sichtbare Poren unter dem Make-up? Wer kennt's, wenn man sich das Make-up drauf tut und dann sieht man die Poren und es kommt einem vor, als wären sie noch größer und noch mehr da als vorher. Das ist, wenn man keinen Primer verwendet. Deswegen trage ich mir hier jetzt den Primer auf. Ich verwende heute den mattierenden Primer. Ja. Jetzt, ich trage mir den überall im Gesicht auf. Guten Morgen, Antonia. Hallo, Toni. So, also, Primer kommt ins Gesicht. Ich zeige euch ein schönes, natürliches, schnelles Make-up. Und ihr seht, es ist nicht schwierig, diese Sachen zu machen. Ich mache das ja selbst erst seit kurzem. So, ich will euch aber das nochmal demonstrieren heute nämlich. Und zwar Primer, wofür der eigentlich da ist. Ihr seht hier ja ganz gut meine Tattoos, glaube ich. Ich mache da jetzt mal einen Strich von dem Primer drauf. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Ich mache hier jetzt mal einen Primer drauf. So. So, das lasse ich jetzt mal kurz eintrocknen. Ich hoffe, ich finde es nachher wieder die Stelle, wo ich da drauf getan habe. So, wie geht's euch? Lasst mal ein Hallo da. So, dann fange ich mal mit meinem Gesicht an, bis dieser Primer hier getrocknet ist auch. Und zwar fange ich heute mit dem Concealer an. Ein kleiner Tipp, wer jetzt nicht zu starke Abdeckung haben möchte und einfach nur frischer aussehen möchte, der macht den Concealer vor dem Make-up drauf, weil das spart natürlich nachher dann auch noch Produkt vom Foundation Stick, weil ich ja dort nichts mehr auftragen muss. Also ich mache mir hier wirklich nur ganz wenig. Ich muss immer schauen, dass ich nicht zu viel verwende. So, ihr seht es schon, wirklich nur ganz, ganz wenig von dem Concealer. Warum verwende ich den? Da ist Koffein drin zum Beispiel und Vitamin E. Das pflegt eure Haut natürlich. Und wie ihr wisst, Koffein zieht ja Wasser. Das heißt, eure Poren zieht das Wasser, das blustert dann schön auf und ist quasi ein, wie soll ich jetzt sagen, Antifaltenmittel. Deswegen nehme ich jetzt auch den Concealer seit kurzem. Ich war bis jetzt kein Freund davon, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe ja gar kein Make-up verwendet. Aber seit ich weiß, was der so kann, nehme ich den. So. Schaut jetzt vielleicht in erster Linie mal etwas komisch aus. Ihr seht, ich habe jetzt einen schönen weißen Waschbärring unter dem Auge. Aber das macht nichts. Ich arbeite mir das hier einfach ein. Deckt damit natürlich auch die Augenringe ab. Die Fältchen werden ein bisschen abgedeckt. Und man sieht einfach im Ganzen ein bisschen frischer aus. So, ich treibe mir das auch noch aufs Augenlid ein bisschen auf. Kann ich mir auch gleich die ganzen kleinen Adern, die das sind, ein bisschen abdecken. So, auch den lasse ich jetzt mal kurz so einwirken. Sieht man, glaube ich, ganz gut jetzt gerade im Licht. Kleiner Waschbär. So, wo ist mein Stick? Ich wollte euch das hier zeigen. Ich habe mir jetzt hier irgendwo, glaube da, die Basis aufgetragen. Mache ich da jetzt mal einen Strich. Ihr seht, das ist der Foundation Stick. Ja, hat eine hohe Abdeckung. Dann trage ich den nächsten Strich auf. Ich sehe nichts. So, das ist jetzt mein Stick. Ihr seht, wie super der abdeckt. Also von leichter Abdeckung bis starker Abdeckung, je nachdem, wie viel ihr da nehmen wollt davon. Ja. Auch den lasse ich jetzt mal kurz antrocknen. Seht ihr das? Super Abdeckung. Der ist besonders gut für trockene Haut. Kann ich euch nur empfehlen für trockene Haut. Enthält viel Feuchtigkeit, ist pflegend. So, und jetzt zeige ich euch noch, warum es ein Setting-Puder so wichtig ist.
Das ist das ganz Neue, was jetzt dazu kommt. Ja, das gibt es jetzt erst im Shop. Kurz schütteln vorher, das aktiviert dann die Formel. Ui. So, das ein bisschen runterstütteln. Jetzt habe ich da zu viel drauf. So, Setting Puder. Wofür ist das? Es macht euer Make-up haltbar. Auch das will ich euch heute zeigen. So, ich nehme da jetzt ein bisschen. Seht ihr, da braucht man nicht viel. Das ist ein ganz ein leichtes Puder. Seht ihr das? Ganz ein feines, leichtes Puder. Und das mache ich jetzt da unten über meine Foundation und fixiere mir das quasi. Seht ihr das? Ich bin ja gerade ein bisschen schwer beim Arbeiten. So, Setting Puder ist drauf. Auch das lassen wir jetzt noch mal kurz abziehen. Und dann zeige ich euch, was so eine Grundierung und so ein Setting Puder alles macht. Und zwar, jetzt habe ich hier Setting Puder und Foundation. Seht ihr das? Da verwischt jetzt gar nichts mehr. Das bleibt, wo es hingehört. Ja. Da ist jetzt keine Grundierung drauf und auch kein Setting Puder. Ich nehme jetzt einen anderen Finger. Seht ihr das? Das passiert auch in eurem Gesicht, wenn ihr keine Grundierung nimmt, keinen Primer und kein Setting Puder. Deswegen ist es so wichtig, dass man eine Grundierung und ein Setting Puder verwendet. Dann bleibt alles dort, wo es hingehört. Seht ihr das? Hier kann ich rubbeln, so viel ich möchte. Der Stick bleibt da. Hier verwischt mir das. Aber ihr seht auch, ich habe trotzdem noch eine gute Abdeckung. Also, jetzt habe ich es verwischt. Lass mir die Finger mal sauber machen. Und das wollen wir ja nicht, dass das im Gesicht passiert. Deswegen, ganz wichtig, Primer drauf. Und am Schluss das Setting Puder oder ein Setting Spray. Also ich mag das neue Setting Puder auch gerne. Wer das vielleicht schon bei mir gesehen hat, ich habe das schon seit letztem Jahr, da kam es schon mal kurz raus zum Ausprobieren. Ich verwende es auch ganz gerne statt einer Foundation. Also einfach nur, um das Gesicht ein bisschen ebenmäßiger zu machen. Auch das funktioniert super, wer es lieber ganz leicht für den Tag haben möchte. So, ihr seht ja mein Waschbeauge. Ich habe hier schon den Concealer drauf. Wie gesagt, von mir ein kleiner Tipp, wer jetzt nicht zu viel im Gesicht haben möchte und nur ein leichtes Tages-Make-up. Ich trage ganz gerne dann den Concealer zuerst auf. Habe dann hier schon abgedeckt, brauche dann hier auch keine Foundation mehr. Das heißt, ich spare auch Foundation. Bin halt ein kleiner Sparfuchs. So, jetzt mache ich mir hier ein bisschen was von dem Stick, da wo ich Abdeckung möchte. Ihr seht, ich brauche da jetzt auch gar nicht viel. Ich möchte einen ebenmäßigen Teil haben, aber jetzt nicht zu starke Abdeckung. Und das mache ich mir jetzt wieder mit dem Kabuki. Mit dem trage ich mir das auf. So. Ist immer von innen nach außen. Kann man schön einarbeiten. Ihr seht es dann gleich. Es wird dann gleich ganz ebenmäßig. So, und natürlich mit dem Foundation Stick pflegt sie eure Haut wieder. Auch da ist Vitamin E drinnen. Ja, ein Antioxidantium. So, da ist unter anderem in dem Foundation Stick auch Kamille drinnen. Ja, das heißt, es ist auch entzündungshemmend. Ja, das wirkt gegen Entzündungen. Ihr pflegt quasi eure Haut auch noch schön mit diesem Foundation Stick. Und ihr seht schon, auch der ist ganz schnell eingearbeitet. Jetzt könnt ihr hier noch bei dem Concealer, wo ich den schon aufgetragen habe, ein bisschen verblenden. Da gehe ich ganz leicht drüber, wenn es mir zu hell ist. Ich habe einen sehr hellen Concealer. Ja, deswegen gehe ich da ganz leicht nochmal mit meinem Foundation, die ich da am Pinsel schon drauf habe, und verblende mir das hier noch ein bisschen. Und schon habe ich einen schönen, ebenmäßigen Teil. Ich kann schon wieder frisch in den Tag starten. Aber habt ihr gesehen, warum das so wichtig ist, dass man eine Grundierung nimmt, einen Primer und nachher ein Setting Puder? Wer es jetzt nicht gesehen hat, der schaut sich nachher an, Hashtag Replay, und sagt es mir oder gibt es mir Feedback, was ihr davon haltet. Und ob ihr das gesehen habt, was ich meine. Ich habe es ja auch erst ausprobieren müssen. Ich dachte auch nicht, dass es so ein gravierender Unterschied ist. Aber tatsächlich, was so eine Primer alles ausmacht. So, ich habe jetzt drauf hier den Concealer. Bisschen was von dem Foundation Stick. Wie gesagt, ich möchte einen ganz natürlichen, frischen Look einfach heute haben. Was fehlt mir noch? Wo ist er? Falscher Stick. So. Ich nehme dann noch einen zweiten Foundation Stick in einem dunkleren Ton. Ihr seht, der ist ganz dunkel. Mit dem mache ich nämlich gleich mein Contouring. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Rouge dafür oder
einen Bronzer. Ich nehme hier einfach ein bisschen was von meinem Stick, mache mir hier einen Strich, da braucht man auch nicht viel, und trage mir das gleich wieder mit einem Pinsel hier auf. In kleinen kreisförmigen Bewegungen mache ich mir jetzt hier bis zum Haaransatz nach hinten mein Contouring. Wisst ihr, dunkel setzt zurück, hell hebt hervor, kann ich mir ein bisschen mein Gesicht konturieren. So, ich habe recht breite Wangenknochen hier, und dass das ein bisschen schmäler aussieht, ein bisschen angepasst wird, konturiere ich mir das, aber nur ganz leicht. Ihr seht, ich möchte den natürlichen Look behalten und nur frischer aussehen. Und schon habe ich mein Contouring mit dem zweiten Foundation Stick fertig. Natürlich, was nicht fehlen darf, sind auch die Augenbrauen, auch mit dem Augenbrauenstift. Mache mir hier ein paar kleine Striche. Ich fülle hier einfach nur meine Augenbraue ein bisschen auf. So. Ihr wisst eh, da ist dann das Zauberbürstchen dran. Man muss jetzt nicht zu 100% arbeiten können. Nehme einfach das Bürstchen, verteile mir das Produkt hier noch ein bisschen. Und schon ist auch meine Augenbraue fertig. So, was habe ich vergessen? Wo ist er? Ein bisschen Lidschatten. Da nehme ich immer gerne meine Flüssig-Lidschatten. Ihr wisst ja, wasserfest für den ganzen Tag haltbar. Auch die finde ich super. Ein natürlicher Look. Da nehme ich gerne so ein ganz ein zartes Hellrosa. Das trage ich mir einfach aufs bewegliche Augenlid auf. So, ganz schnell geht das. Verblende mir das ein bisschen mit dem Finger. Hab einen frischeren Look. Wie gesagt, ganz dezent. Einfach nur für den Alltag. So, und jetzt habe ich nur einen Lidschatten. Ihr wisst ja, außen habe ich sie immer ganz gerne ein bisschen dunkler. Was kann ich machen, was ich schon da habe? Den Foundation Stick. Auch den kann ich als Lidschatten quasi nehmen. Ich tupfe da einfach mal rein, nehme ein bisschen was und verteile mir das da hinten noch im Augenwinkel. Auch den verblende ich mir ein bisschen und schon habe ich wieder zwei Farben auf dem Auge. Sieht man das? Und das war es dann auch schon wieder fast. Und für das Ganze, das dauert wie lange? 5 Minuten? Ich meine, ich quatsche jetzt die ganze Zeit ununterbrochen. Es ist klar, das dauert ein bisschen länger. Aber wenn ihr euch da vor den Spiegel stellt und das macht, natürlich darf nicht fehlen Mascara, aber das brauche ich sowieso täglich. Ich nehme da heute einen braunen dafür. Einfach für den frischen Look. Frischer, natürlicher Look mit ein paar Produkten. Tusch, tusch, tusch. Ihr seht's. Auch das ist drauf. Ist kein Hexenwerk. Lippenstift. Auch der kommt noch drauf. Und schon bin ich fast fertig. Jetzt will ich das Ganze noch haltbar haben. Und zwar für den Rest des Tages. Dafür nehme ich wieder das Setting-Puder. Ihr habt ja gesehen, was für ein Wundermittel das ist und was das kann. Da tippe ich wieder rein, klopfe mir das ein bisschen ab. Ich sage immer, das ist so Feenstaub. Seht ihr das? Das Zaubermittelchen. Wie gesagt, ich nehme das auch ganz gerne, dieses Prime and Setting Puder. Ja, einfach nur als meine Tagesfoundation quasi. Statt allen anderen Sachen kann man auch das ganz gut verwenden, wenn man mal keine Lust hat, sich zu schminken. So. So, ein bisschen was von dem Setting-Puder. Trage mir das jetzt hier ganz leicht auf. Ich will ja hier keine Deckkraft haben. Ich möchte einfach nur mein Make-up setten. Das heißt, der Glanz verschwindet, ihr mattiert euer Gesicht und ihr macht das haltbar. So. Der Pinsel ist ja super. Das ist ein neuer Puderpinsel. Seht ihr den? Sieht man das? Nicht richtig scharf. So, ich setze jetzt mein Make-up. Und als kleiner Geheimtipp noch, wenn ihr das auf den Lippenstift macht, dann hält auch der bombenfest. Einfach nur vorsichtig ein bisschen was von dem Puder und auch der hält euch dann ewig. Der hält ja sowieso schon fest. Und dank Setting Puder
hält das noch besser. Also, wer es gesehen hat, es dauert nicht lange. Ich habe einen frischen, natürlichen Look mit leichter bis hoher Abdeckungskraft, je nachdem, was ihr euch da wünscht. Habe jetzt nur verwendet, ganz wichtig, Primer, meinen Concealer, den ich vor dem Make-up auftrage, um einfach auch Make-up zu sparen natürlich, meinen Foundation Stick für die Grundfarbe. Eventuell, wer hat einen dunklen Foundation Stick, den nehme ich zum Beispiel ganz gerne als Contouring. Könnt ihr auch genauso einen Bronzer oder einen Rouge nehmen oder was ihr auch da habt. Oder ich nehme auch immer wieder mal so Liquid-Lidschatten in dunkleren Farben, auch das geht. Ja. Also diese Sachen habe ich jetzt heute verwendet für einen natürlichen Look. Aber ganz wichtig eben, Primer, Concealer, die Foundation eurer Wahl. Wie gesagt, die ist für trockene Haut super. Und ein Setting-Puder. Oder wer kein Puder mag, der kann natürlich auch nehmen, wo ist es, ein Setting-Spray. Das kühlt natürlich noch zusätzlich. Finde ich auch super. Aber mein Favorit ist tatsächlich dieses kleine Zauberpuder, dieser Feenstaub. So, ich hoffe, ich konnte euch wieder mal was zeigen. Wer es mir nicht glaubt, dass es bombenfest hält, zieht sich meinen Arm hier an. Ihr seht es, mit Primer, mit Setting-Puder. Ohne Primer, ohne Setting-Puder. Lässt sich super verwischen nach einiger Zeit. Ja, wenn man da ein bisschen drüber reibt, ist nicht wischfest. Mit Primer und Setting-Puder wischfest. Da habt ihr dann auch nichts in der Kleidung kleben. So, ich hoffe, ich konnte euch wieder was zeigen. Die Anwendung vom Foundation Stick, vom Primer und vom Concealer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Ich habe für jeden das perfekte Make-up, egal welcher Hauttyp, ich kann euch da gerne beraten. Also, macht es gut, macht euch den Tag ein bisschen bunter. Wir sehen uns dann vielleicht später nochmal. Tschüss, baba!